Ihr Lieben, ich bin's, Claudius Fabich, mal wieder zu Gast hier auf dem Satirekanal von Robert Götz Matuszewski. Genau vor 16 Tagen ist mein neues Buch Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch, erschienen. Und die Resonanz ist überwältigend. Vielen, vielen, vielen Dank an euch, die es schon bestellt habt und an die vielen tollen Menschen, die mir schon geschrieben haben. Einige haben tatsächlich gleich noch nachbestellt zum Verschenken und ich bin ganz besonders stolz darauf, dass ich eine Widmung für einen 12-Jährigen schreiben durfte, der es zu seinem Geburtstag bekommen hat. Toll. Ich habe mir vorgenommen, um denjenigen, die es noch nicht haben, das ein bisschen schmackhaft zu machen und denjenigen, die einfach mehr wissen möchten, ein bisschen Hilfestellung zu geben, dass ich ab und zu mal eine kleine kurze Lesung mache. Es sind 132 Kapitel, es sind knapp 130 deutsche Erfindungen und ich stelle die steile These auf, ohne Deutschland lebte die Welt noch im Mittelalter. Wir, ich sage wir mit Absicht, weil es unsere Nation ist, wir haben die wichtigsten Dinge der Welt erfunden und heute möchte ich euch gerne etwas über die Antibabypille vortragen. Jedes Kapitel startet auch mit einem Zitat über Deutschland und endet mit einem Zitat über die Erfindung. Ist nicht immer so einfach, zum Beispiel beim Fax oder beim Spreizdübel. Was gibt es da für Zitate? Habe ich aber für euch gefunden. Ich habe auch die wichtigsten Schauspieler, Komponisten, Dichter, Denker, Philosophen für euch zusammengetragen, was die wenigsten wissen. Ich sage es immer wieder, weil es wertvoll und wichtig ist. Über im Hintergrund lächelt mich übrigens Anna die ganze Zeit an, die die Kamera hält. Liebe Grüße. Mehr als 80% der weltweit aufgeführten klassischen Musik ist von deutschen Komponisten. So, fangen wir an. Deutschland wurde geschlagen, wir alle haben verloren. Charles de Gaulle. Im 20. Jahrhundert gab es viele bedeutende Revolutionen. Möglicherweise war der 8. März 1917 am bedeutendsten für die geopolitischen Verwerfungen der darauffolgenden 100 Jahre und darüber hinaus. Hätte der Zar die... Schatzi, das ist nicht wahr, oder? Ich sage Zar und es flackert, Freunde, das ist schön. Hätte der Zar die Revolution überstanden, wie hätte sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland entwickelt? Wäre es zum Zweiten Weltkrieg gekommen und hätten es die USA geschafft, sich zur selbsternannten Weltpolizei mit uneingeschränkter Immunität aufzuschwingen, wenn Deutschland und Russland befreundet und nicht verfeindet gewesen wären? Viele Revolutionen haben das 20. Jahrhundert geprägt und in der Regel assoziieren wir mit einer Revolution kämpferische oder kriegerische Auseinandersetzungen in einem oder mehreren Ländern. Die Definition von Revolution ist ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, die meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit vor sich geht. Tatsächlich gibt es aber auch Revolutionäres, welches durch Erfindung und Entwicklung entsteht. Eine der möglicherweise revolutionärsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts ist die Antibabypille. Auf den ersten Blick, aus den Augen unserer aufgeklärten Zeit betrachtet, ist die Pille nur ein Verhütungsmittel. Gleichwohl war die Einführung der ersten Pille Enovid 1957 in den USA eine Revolution. Obwohl das Produkt offiziell als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden auf den Markt kam, war es ein Verhütungsmittel. Und so wurde es am 18. August 1960 auch als Schwangerschaftsverhütungsmittel in den USA vermarktet. In Deutschland brachte Schering die Pille unter dem Namen Anovar auf den Markt, ebenfalls nur gegen Menstruationsbeschwerden. Anovar durfte nur verheirateten Frauen mit mehreren Kindern verschrieben werden. Und die schwangerschaftsverhütende Wirkung wurde unter den Nebenwirkungen erwähnt. Das Revolutionäre an der Pille war, dass die Frauen nun direkt die Regie der Geburtenkontrolle bzw. Verhütung übernehmen konnten. Mit Einführung der Pille entstand die sogenannte sexuelle Revolution. Hier kann die Wurzel der 1968er Bewegung ausgemacht werden, nach dem Motto: Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Freie Liebe, Sex in Gruppen, immer und überall wurde zum Sinnbild vieler Menschen dieser Generation. Mit dem Einzug der Pille gab es eine der ersten großen gesellschaftlichen Spaltungen. Die eine Seite mahnte, dass es auch um ungeborenes Leben, welches zu schützen sei, ginge, und die andere stand auf den Standpunkt: Mein Körper, meine Entscheidung. Ein Standpunkt, der wenige Jahre später beim Thema Abtreibung noch an Bedeutung gewinnen sollte. Mein Körper, meine Entscheidung wurde im 21. Jahrhundert zum Leitspruch der Aufgeklärten. Und mit der Impfpflicht
von den lautesten Schreihälsen dieses Slogans und Befürwortern einer selbigen ad absurdum geführt. Als die Pille in den 1960er Jahren mehr und mehr zum Einsatz kam, stellte sich noch niemand die Frage, was diese Hormontherapie mit den Frauen und vor allem möglichen Kindern noch nach Absetzen der Hormone machen würde. Und obwohl die Hormondosis im Laufe der Jahre geringer wurde und neue Produkte absolute Sicherheit versprachen, kann eine offensichtliche Nebenwirkung der Pille nicht verleugnet werden. Die Beliebigkeit des menschlichen Lebens. Die Pille versprach den Frauen die Befreiung. Dieses Versprechen wurde aber nur auf den ersten Blick erfüllt. War eine Frau bis in die 1960er Jahre noch Mutter und Ehefrau, wurde sie auch, aber nicht nur, durch die Pille ein großes Stück vom sogenannten Patriarchat befreit. Endlich mussten sich die unterdrückten Frauen nicht mehr den Kindern widmen, da sie dank der Pille selbst entscheiden konnten, ob und wann sie Kinder bekommen würden. Endlich waren die Frauen frei von Zwang der Familienplanung und konnten ebenso wie die Männer einen selbstbestimmten Weg ins Berufsleben gehen, ohne sich um die lästigen Kinder kümmern zu müssen. Einer der ersten und wohl wichtigsten Schritte der Zerstörung der Familie war gegangen worden. Zeitgleich erschienen immer öfter Artikel von Experten, die den Frauen verkündeten, dass es an der Zeit sei, sich zu emanzipieren, frei vom Mann selbst Geld zu verdienen. Diese Befreiung der Frauen hatte und hat nur einen klitzekleinen Nachteil. Die Geburtenraten gingen zurück und Kinder mussten immer häufiger ohne Vater und Mutter auskommen, da beide berufstätig waren und so die kostbare Zeit mit den Kindern aufs Wochenende verlegt wurde. Kindergarten, Schule und andere staatliche bzw. private Stellen übernahmen die Aufgabe der Mütter und praktischerweise konnte so den Kleinen schon in frühester Jugend das neue Familienbild vermittelt werden. Vater arbeitet, Mutter arbeitet und beide zahlen Steuern. Der Irrsinn, mit dem auch dank der 1968er Generation die klassische Familie als spießig, konservativ, überkommen, rechts- und völkisch diskreditiert wurde und wird, ist inzwischen so weit gekommen, dass unseren Kindern erklärt wird, sie könnten sich ihr Geschlecht selbst aussuchen. Und auch Männer wären in der Lage, Kinder zu bekommen. Die Generation derer, die noch ein normales Elternhaus hatten, in dem Vater und Mutter gleichermaßen ihren elterlichen Pflichten nachkamen und wo das Geld des Vaters als Alleinverdiener ausreichte, die Familie zu ernähren, wird heute verächtlich als Boomer bezeichnet. Heute arbeiten Vater und Mutter, sollen sich Elternteil 1 und 2 nennen und können mit beiden Einkommen keine Familie mehr ernähren. Sie sehen, lieber Leser, dass es tatsächlich nicht übertrieben war, die Pille als revolutionäre Erfindung zu bezeichnen. Eine gesellschaftliche Revolution, die nicht nur aus einer Sicht die Grundlage der Zerstörung unserer Familie darstellt und vor allem mittels einer Pseudo-Emanzipation und Befreiung der Frauen diese zu willigen Steuersklaven degradiert hat. Natürlich sollte jede Frau arbeiten gehen, wenn sie sich dazu berufen fühlt. Mit Sicherheit macht es Sinn, dass Frauen ebenso wie Männer einen adäquaten Beruf erlernen. Gleichwohl kann und darf es nicht sein, dass Frauen, die sich bewusst für den Beruf Mutter entscheiden und mehr als ein Kind bekommen möchten, in Deutschland als rechts- oder gar völkisch bezeichnet werden. Ebenso ist es unerträglich, mit welcher vehementen Arroganz viele berufstätigen Frauen auf ihre Geschlechtsgenossinnen herabblicken, wenn diese nur als Mutter ihre Rolle in unserer Gesellschaft füllen möchten. Die Grundlage für die Pille legte der deutsche Chemiker Adolf Butenrat. Nach jahrelanger Grundlagenforschung gelang es ihm, an Tierversuchen die Verhütung durch Hormone nachzuweisen. 1939 wurde Adolf Butenrat für seine bahnbrechenden Sexualhormonforschung der Nobelpreis für Chemie verliehen. Seine Forschung und sein unermüdlicher Drang machten ihn zum Begründer der sexuellen Revolution im 20. Jahrhundert. Der Erfindung der Pille mag eine gute Absicht zugrunde liegen. Wie bei vielen Erfindungen wurde aber diese gute Absicht nicht ausschließlich zum Wohle der Gesellschaft genutzt. Zum Wohle der Frauen und Kinder ganz sicher nicht.
Teenager, Mädchen, die mehr über die Pille wissen als ihre Mütter über die Geburt. Dustin Hoffmann. Das war eine deutsche Erfindung und ihr merkt schon, ich habe mich nicht damit begnügt, die Erfindung und die Erfinder aufzuzählen, sondern ich habe sie einfach mal ein klein wenig analysiert und auseinandergezupft. Seid auf die anderen Erfindungen gespannt. Ist noch vieles dabei, was euch begeistern wird und wo ihr wahrscheinlich so wie ich sagen werdet, oh mein Gott, das haben wir erfunden. Und ja, es sind Dinge, die offiziell von anderen erfunden wurden. Aber tatsächlich waren wir das. Ich sage nur Glühlampe und Flugzeug und noch vieles andere. Mit den Quellen nachweisen. Meine Lieben, ich freue mich. Bestellt es euch, gibt es nur bei claudiusfarbig.de. Ist doch auch mal schön, so eine Lesung am Abend, oder? Was meinst du? Absolut. Und Ja. man erfährt auch viel, ne? Man Also, lernt. Also ich lerne. ich habe auch ganz, ganz viel gelernt. So, habt einen schönen Abend. Ein lieber Gruß von Anna und mir. Ich zeige euch noch das Buch. Kann man sich auch drin spiegeln. Ja, ist wie so ein Metallblock. Du sagst immer, wie was, wie? Schachtelpralinen. Wie eine Schachtel Pralinen. Ja, ist auch eine Schachtel Pralinen. Hey, wir können stolz auf uns sein, auf unser Land und auf unsere Ahnen und unsere Vorfahren. Und deswegen heißt es auch das Stolzbuch. Und ja, man kann auch auf Dinge stolz sein, zu denen man selber nichts beigetragen hat. Dazu mehr in diesem Buch. Habt Die ein. Glühbirne hat sich selber gemeldet. Ja, die Glühbirne übrigens, ja, die haben wir ja nur auch erfunden, ne? Nein, es war nicht Edison. Ihr Lieben, war toll. Fast schon die Ahnen haben sich hier gemeldet. Habt einen schönen Abend oder wann immer ihr das Video seht, eine schöne Zeit. Macht's gut. Euer Claudius und Anna, ciao. ciao.